Gut, und wenn dann alle sitzen, erhebt sich Zulamin, wartet, bis ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und würde dann ihre Rede halten. Kapitäne, wir haben Paligan am Schlund gemeinsam einen harten Schlag versetzt. Die Pforte in die nachtblauen Niederhöllen hat sich geschlossen und mehrere Archen sind stark beschädigt. Dazu können wir uns gratulieren, doch darauf können wir uns nicht ausruhen. Ich sagte, wir haben das gemeinsam getan und es ist wahr. Doch wir hatten mehr Glück als Verstand. Denn wir hatten uns zuvor nicht abgesprochen. So etwas darf nicht noch einmal passieren. Denn Fex ist zwar ein großer, doch auch ein wankelmütiger Herr. Nicht umsonst heißt es: Hilf dir selbst, dann hilft dir Fex. Die Götter sind auf unserer Seite. Doch unsere derischen Angelegenheiten müssen wir schon selbst in die Hand nehmen. Wir brauchen eine Kommando. Und noch wichtiger: Eine Kommunikationsstruktur, wenn das hier funktionieren soll. Ein gewisser Piratenkapitän aus dem Süden sagte mir einst, ein jeder Kapitän sei König auf seinem Schiff und werde sich keinem anderen unterwerfen. Daraufhin erwiderte ich, dass all diese Könige vor einer Herzogin kriechen würden, wenn sie keine Vernunft annähmen. Und auch wenn es inzwischen scheint, als habe Darion Paligan sich von der Herzogin der nachtblauen Tiefe losgesagt, so glaube ich doch weiterhin an den Kern meiner Aussage. Wenn wir uns in kleinlichem Kompetenzgerangel verheddern, sind wir verloren. Trotzdem kommt das Thema bei jedem halbwegs namhaften Verbündeten, den wir treffen, erneut auf. Ja, wir kämpfen mit euch gegen Paligan. Aber wir schließen uns euch nicht an. Ihr schließt euch uns an. Ich bin diese Gespräche so leid, denn ich habe dabei das Gefühl, mit Dreijährigen zu sprechen, die nicht die leiseste Ahnung vom Ernst der Lage haben. Darum will ich euch heute ein Konzept vorstellen, mit dem ich, vielleicht naiv, hoffe, diesen Diskussionen ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Wir haben unser gemeinsames Projekt aus gutem Grund den Bund der Wogen genannt. Wir sind nicht wie die Perlenmeerflotte mit ihren hierarchischen militärischen Strukturen, in dem jeder weiß, wem er zu gehorchen hat und welche Strafe ihn erwartet, wenn er es nicht tut. Wir werden nicht bezahlt. Wir gehören keiner Nation an. Wir kämpfen nicht für Aranien oder Al-Anfa oder für das Mittelreich. Und doch kämpfen wir für sie alle. Denn wir kämpfen für nichts weniger als für Aventurien. Wir sind ein freiwilliger Zusammenschluss von Menschen, die ihre Heimat nicht in den Fluten der blutigen See untergehen sehen wollen. Und die über größere oder kleinere Mittel verfügen, um etwas dagegen zu unternehmen. Manch einer würde sagen, ein Bündnis von Helden. Aus diesem Grund glaube ich nicht, dass das Modell einer Nationalflotte für uns funktioniert. Doch wir müssen auch nicht dauerhaft zusammen segeln, sondern nur, wenn es zum Äußersten kommt. Wir, die Heptarchentöter, haben dieses Bündnis angestoßen. Und wichtiger noch, wir sind bereit, für diese Mission zu sterben, was sicher nicht bei jedem hier der Fall ist. Und das ist in Ordnung. Darum werden wir das Signal zum Angriff geben und wird die Avianda das Flaggschiff sein, über dem sich am Ende der volle Zorn der Plagenbringer entlädt. Alles Weitere möchte ich in einem Rat der Kapitäne beschließen, in dem jeder Kapitän, gleich wie klein oder unbedeutend sein Schiff auch sein mag, einen Sitz haben soll. Ein jeder gibt dort zu Protokoll, was er fähig und willens ist, vor und in der Schlacht für den Bund zu leisten. Auf dieser Basis werden unsere besten Strategen einen Schlachtplan entwerfen und jedem Schiff eine Rolle und Position zuweisen. Wir werden niemandem befehlen,
der Plagenbringer in den Rachen zu segeln. Denn nur wer sich selbst aus freien Stücken für ein solches Albarans-Kommando gemeldet hat, wird auch den Mut aufbringen, es tatsächlich zu tun. Wenn sich die Plagenbringer weiter in dieser Geschwindigkeit fortbewegt, wird sie in den namenlosen Tagen den Selemgrund erreichen. Spätestens Ende Raja müssen wir uns ihr also stellen. Vielleicht gelingt es uns, dass wir Paligans Flotte zuvor noch weiter ausdünnen. Aber nur, wenn wir rasch und geschlossen vorgehen. Also, seid ihr dabei? Seid ihr bereit, eure Differenzen zum Wohle Aventuriens beiseite zu legen? Oder wollt ihr allein und zerstritten mit dem Kontinent untergehen? Zweifellos waren die Mare Beschwörer. Haben sie Wesen in die Welt gerufen, die ihren Untergang bedeuten? Hat der mysteriöse Wanderer zwischen den Sphären den Kontinent im Licht des grünen Mondes erschüttert? Hat die rätselhafte Schicksalsmacht Heskatet am Feuer von Shasnabar ihren Richtspruch über die Magier von Lamaria gesprochen? Oder ging der Kontinent an einem elementaren oder dämonischen Magnum Opus zugrunde? Ihre Weisen kannten die Geheimnisse der Weltmeere. Ihre Krieger scheuten weder Drachen noch Riesen als Feind. Als sich aber die Wege der Erleuchteten von Lamaria verfinsterten und sie sich in ihrem Hochmut den Göttern gleichwähnten, hielten diese Gericht. Und sie entschieden, dass wer seinen Platz nicht kenne, keinen Platz mehr haben sollte, der sein eigen wäre. Und die Verfinsterten von Lamaria flohen und wurden hinausgeworfen in die Welt. Und Lamaria selbst, das Hochfahrende, versank tief im Meer der Verlorenen, das sie nie wiederfinden würde. Aus einem alttulamidischen Märchen. Aber mir klappt das Dämonikon wieder zu, und du schüttelst dich etwas, um die Runen vor deinem geistigen Auge wieder loszuwerden, die als grüne Nachbilder in deinem Auge teilweise verbleiben. Heskatet, die Feuer von Shasnabar. Was hat das zu bedeuten? Was ist der grüne Mond? Grüner Mond. Wie könnt ihr mir das sagen? Verdammt. Dieses Buch wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Vielleicht finde ich in Selem-Erleuchtung. Ja, ich denke doch, dort finde ich den Weg. Vielleicht, nur vielleicht, kann ich Boltax von seinem Schicksal lösen, das ihm vermutlich droht. Bei Zeiten, reiß dich zusammen. Ja, ich würde mir nur weiter Notizen machen aus den Erlebnissen, die ich da gerade gelesen habe. Notizen zu Übersetzung und Notizen, Randnotizen dazu. Ja, und darüber vermutlich einschlafen. Nach zwei Tagen habt ihr all die Dinge erledigt, die ihr erledigen wolltet. Die Kapitäne treten wieder auseinander. Man einigt sich, ohne dass Pistolenschüsse ausgetauscht werden. Und auch keine Rotzen, die später abgefeuert werden. Aufbruchstimmung. Aus Janka zumindest. Die letzten Vorräte werden verladen. Eifrige Geschäftigkeit, die ihr erkennen könnt, im ganzen Hafen um euch herum. Und ihr seht die ersten Schiffe, die ablegen. Die Nagrachru, der Festumise, die Seewolf von Nersand, die Schlüsselfels, die einige der Flüchtlinge aufgeladen hat, die nun selber Helden werden wollen. Ihr könnt erkennen, wie Pelliope von Ratmus euch von der Prinz Amerit noch einmal zuwinkt und dann selber Segel setzen lässt, die mächtigen Ruder, die ins Wasser gehalten werden von ihrer Trireme und die anderen Biremen, die sich in ihrem Schatten in Richtung Süden aufbrechen. Ebenso könnt ihr sehen, wie ein weiterer Gruß in eure Richtung von der Admiralin, die ihr erst vor kurzem gerettet habt,
zu euch hinübergeworfen wird mit ihrer verbliebenen Hand. Eine eigentliche Prothese hat sie noch nicht, aber ihr könnt erkennen, dass wohl neben ihr ein Ingrim-Geweihter steht, der wohl gerade an einer hölzernen bastelt. Rhaedania hat übrigens Yodor und Hyvilla Marix dabei, mit dem Auftrag, sie der Perikumer Gerichtsbarkeit zu überstellen und schöne Grüße vom Bund der Wogen auszurichten. Ja, noch habt ihr genug Zeit, sodass dann auch die Prinz Amerit erst einmal noch nach Richtung Zorgan auslaufen kann. Sie hatte da auch noch vorher gesagt, dass sie weitere Vorräte mitnehmen möchte. Immerhin ist dies das Herz bzw. ja, der Nahrungspool von ganz Aventurien. Und trotz dessen, dass Winter ist, wird dann auch hier noch eifrig gelagert werden, sodass ihr dann noch viele Vorräte aus Aranien mitnehmen könnt auf den vielen Begräben, die sich dann auch irgendwann in Richtung Süden aufmachen werden. Vornehmlich nach Selem. Wir haben auch einiges an Zwiebeln geladen, denn das ist eines der Haupthandelsgüter von Janka. Und Zulamin steht oben an Deck und sieht zu, wie Janka langsam verschwindet. Unsicher, ob sie es jemals wiedersehen wird. Ihr seht so aus, wie ich, als ich das erste Mal auf einem Schiff war. Was ist los? Mir ist nicht übel, Boltax. Danke der Nachfrage. Nur dein Gesicht sagt aber was anderes. Ach, ich dachte nur, ob ich es wohl je wiedersehen würde. Das wäre nicht so schlimm, weißt du? Wenn man für die richtige Sache stirbt, dann ist das in Ordnung. Aber es gibt noch so viel Unerledigtes hier und ich hatte einfach nie Gelegenheit, mich angemessen darum zu kümmern. Naja, dann musst du halt wiederkehren. Doch ganz einfach. Das klingt logisch. Natürlich, natürlich. Also, nicht die Schultern hängen lassen. Was ist eigentlich mit Angroschminia, Boltax? Wie meinst du das? Naja, Rafim und ich haben ein wenig darüber nachgedacht, wen wir vielleicht nicht mit in den Untergang reißen wollen. Aber Angroschminica wird sich kaum an Land schicken lassen, oder? In der Tat, das wird sie sich nicht ausreden lassen. Aber nun, es gibt einen Grund, warum wir heiraten, bevor und nicht nachdem wir die Schlacht angegangen haben. Wo wollt ihr denn heiraten, Boltax? Habt ihr schon einen Ort bestimmt? Nun, normalerweise heiratet man in einer großen Höhle, einer Kaverne oder ähnlichem, aber ich glaube, das wird schwierig. Dementsprechend haben wir uns überlegt, dass wir vermutlich einen wesentlichen Teil der Zeremonie auf dem Schiff abhalten werden. Einiges geht nicht, wir können nicht einfach ein Kohlebecken aufs Schiff bringen. Das wäre aus mehreren Gründen ungünstig, so dass wir irgendwo ankern müssen. Und nun, ein Teil der Zeremonie findet dann auf Land und ein Teil auf Schiff statt. Vielleicht findet sich sogar eine Höhle in der Küste. Wer weiß? Das wäre natürlich ideal. Jedenfalls habe ich alle wichtigen und relevanten Vorbereitungen getroffen. Es sind immerhin 36 wichtige, nun, Rituale und Bräuche, die wir Zwerge pflegen. Nun, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Diamantes Hochzeit? Ja, wie viele Tage dauern Hochzeiten bei euch üblicherweise? Nun, üblicherweise etwas länger. Unter 10 Tagen kommt man in der Regel nicht weg. Aber ich weiß, dass wir nicht die Zeit haben und unsere ganze Verwandtschaft einzuladen wird auch eher schwierig. Selbst wenn wir jetzt noch Boten verschicken würden, wären sie nicht rechtzeitig da. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, dass wir, naja, die Gebräuche zwar ehren und beibehalten, aber sie ein bisschen modifizieren. Nun, normalerweise wird jeder der Verwandten namentlich begrüßt, vom Angroschpriester mit einem Handschlag und so weiter und so fort. Erst die des Bräutigams, dann die der Braut und naja, da ich alleine 16 Geschwister habe und über 132 Onkel, naja,
Das dauert in der Regel schon immer lange. Die sind allerdings ja gar nicht da, deshalb verlesen wir einfach nur die engste Familie des Bräutigams und der Braut. Naja, wir haben verschiedene Möglichkeiten gefunden, um die Zeremonie durchzuführen, ohne, naja, die Gebräuche zu missachten. Wir werden uns auf jeden Fall nach Kräften bemühen, dass ihr beide eine schöne Hochzeit habt, trotz dieser widrigen Umstände. Oh ja, vielen Dank. Das wird auf jeden Fall eine wunderschöne Hochzeit. Selbst wenn nichts anderes als Angroschminia da wäre, wäre sie wundervoll. Aber nun, wir müssen noch einiges organisieren und ich muss auch noch die Pfeiler finden. Ach, das ist immer etwas schwierig. Angroschminia weiß, glaube ich, schon, wen sie möchte. Aber sie wird selbst auf euch zukommen und euch fragen. Also sind mit Pfeilern keine Steine gemeint, ja? Nein. Der Stein ist der Hochzeitsstein. Aber das macht man am Vorabend. Nein, die Pfeiler sind jeweils drei Zeugen, die die Aufrichtigkeit und den guten Charakter des Bräutigams bzw. der Braut bezeugen und am Ende durch einen Kuss auf die beiden Hochzeitsringe besiegeln. Ich gehe davon aus, dass sie Larakash fragen wird und euch und Abelmir. Und ich dachte daran, Rafim und Gonech zu fragen. Damit fehlt mir aber noch ein Pfeiler. Vielleicht macht es Serpentilio. Immerhin habe ich ihn ja aus der Gefangenschaft des Geldes befreit und da kann er sicherlich sehr viele positive Dinge über mich erzählen. Nun, das wird sicherlich lustig. Ich bin nicht sicher, ob er euch zusagt, aber... Und ich würde mich auf jeden Fall geehrt fühlen, wenn Angroschminia mich fragt. Aber wenn sie jemand anderen im Blick hat, dann bin ich auch nicht beleidigt. Hey, Schachsol. Oh, Gonech. Schön, dich zu sehen. Schachsol, dein Hund dreht hat euch. Ich kümmere mich gleich darum. Ich wollte es nur gesagt haben, wenn deine Kajüte zerlegt ist, hast du selber Schuld. Ja. Ja, und dann würde ich mich um den Hund kümmern. Wenn du deine Kajüte betrittst, kannst du sehen, wie Groscho da wohl eine ganze Menge schon zerlegt hat. Teppich hast du nicht wirklich, aber du hast deine Truhe, die steht wohl mitten im Raum verschoben. Und auch zwei, drei Stühle, die du da noch hattest, liegen zertreten, beziehungsweise zerbissen oder angekaut in verschiedenen Teilen des Eckens. Und du siehst, wie mitten auf deinem steinernen Bett eine schwarze Sanduhr rieselt. Verdammt. Ja, ich würde die Tür hinter mir schließen. Groscho. Gut, dass du mich gewarnt hast. Ja, ich sehe es. Ja, dann würde ich mich der Sanduhr nähern und mich davor hinsetzen und gucken, ob ich meinen Namen in dem blutigen Sand erkenne, der durch die Sanduhr rieselt. Deinen Namen findest du nicht, aber es ist nur noch wenig Körnchen übrig. Oder Körnchen, je genauer du hinsiehst, es sieht aus wie fast wie Blut, das zäh durchläuft, wie Sirup fast. Und dann ist es doch wieder nur Sand. Ja, dann würde ich, wie schon das Mal auf dem Öl- oder Teersee, als wir mit, Gott, wie hieß er denn nochmal, Polbera unterwegs gewesen waren, mich meditativ vor die Sanduhr setzen und mich auf die Situation einlassen und einstimmen und in den Anblick dieses zäh durchlaufenden Sandes bzw. Blutes versinken. Ich atme ein, ich atme aus und leere meinen Geist und habe nur noch diese Uhr vor Augen. Du meditierst, stimmst dich ein und dann kannst du so etwas wie das Ticken einer großen Standuhr hören, wie die Menschen sie regelmäßig fertigen oder fertigen lassen von den Zwergen. Und wenn du aufblickst, siehst du, wie grünes Licht durch deine Kajüte flutet.
Ich blicke zum Ursprung des grünen Lichtes. Also das muss ja von irgendwo kommen. Wenn du an deine, an dein Fenster, an dein Bullauge herantrittst, kannst du sehen, wie die Wasser, das Meer sich nachtblau verfärbt haben. Aber ihr fahrt auf der Unterseite des Meeres und über dir leuchtet ein grüner Mond. Wo bin ich hier nur hineingeraten? Oh je. Ich würde die Uhr jetzt berühren. Also ich habe sie ja bisher nicht angefasst gehabt, jetzt würde ich sie berühren. Passiert irgendwas? Nein. Dann würde ich sie auf die Seite legen, sodass nichts mehr von einer Kammer in die andere rennen kann. So wie du es damals schon getan hast im Haus der alten Hexe, als ihr in Tobrin unterwegs wart. Genau. Du hattest sie in die Lolgramotsche Truhe gesteckt und in den Limbus geschickt. Ganz genau. Und jetzt ist sie wieder da. Wie das nur kommt. Was willst du mir sagen? Die Uhr schweigt. Die Zeit rinnt. Sie rinnt mir durch die Finger, nicht wahr? Ein Ende. Ich kann die Uhr nicht einfach umkippen. Ich muss etwas unternehmen. Es ist eine Warnung. Nicht wahr? Zu sehen, wie viel Zeit einem noch verbleibt, bevor alles fehlgeht. Wird sich wohl in Selem entscheiden. Selem. Das wird ein Spaß. Damit würde ich mich wieder hinsetzen und die Augen schließen und in diesem grünen Licht erneut meditieren. Abelmir, du stehst wieder unten in deiner Kajüte, grübelst über dem Buch und dann merkst du wohl, wie etwas herunterfällt. Ein metallisches Geräusch, was auf Holz klackt. Von über mir? Nee, von neben dir, von deinem Schreibtisch. Blickst nach unten. Blickst nach unten und siehst dort das merkwürdige Medaillon, dieses Prisma, diese Scheibe, die eingelassen ist. Du hast sie lange ignoriert. Wo kommst du denn her? Ich hatte dich doch gut versteckt. Soll ich es wagen? Ach, verdammt. Ich würde mich mal in die Mitte des Zimmers setzen und mich drauf konzentrieren. Und nachdem ich meinen Geist gefestigt habe, die Kraft in die Sphärenlinde fließen lassen und mich in die Domäne der Hesketit schauen. Wenn du dir die Linse betrachtest und dann hindurchblickst, kannst du sehen, du stehst, beziehungsweise ja doch, du selbst stehst und sitzt in der Mitte deiner Kajüte. Und wenn du hindurchblickst, siehst du am Schreibtisch Abelmir sitzen. Neben ihm steht Yalan und gemeinsam diskutieren sie da wohl vor einem Pult, haben da wohl eine große, Karte ist es nicht. Sie haben da ein großes Pergament aufgehängt und eine Übersetzung angefertigt. Buchstaben, die doch marische Glyphen zu sein scheinen. Und vor ihnen beiden liegt das Daimonikon, was sie wohl gerade übersetzen. Kann ich näher heranschwenken oder näher herangehen? Ja, du hast die Linse weiter vor deinem Auge und du kannst sehen, wie sie sich unterhalten. Du verstehst sie nicht oder hörst sie nicht, wenn da nur ein ganz schwaches Hallen, was wohl irgendwie in deinem Geist klingt, aber das mag auch eingebildet sein und ja, du kannst herantreten, dich quasi neben dich selber stellen, so ein bisschen schauriges Gefühl, kriegst auch eine kleine Gänsehaut, aber du siehst, wie vor, also
nicht nur das Dämonikon liegt dort, sondern auch eine große Abschrift. Kurzlicher Zeichen. Deine Handschrift. Diese will ich natürlich so schnell wie möglich lesen und probieren einzuprägen, was dort steht. Von Marhyna, der Drittgeborenen, weiß die Sage wenig zu berichten. Es heißt, dass sie Tausende ihrer Nachfahren überlebte und sterben sah und dass sie das Schicksal nicht ertragen konnte. Zweimal soll sie ausgezogen sein, ihren Söhnen und Töchtern ein neues Land zu finden, aber alles, was Marhyna anfing, war zum Scheitern verurteilt. Und auch ihre Nachfahren sollen den Fluch tragen, nichts Bleibendes zu schaffen und nur aufzubauen, um einzureißen.